Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Volibear im Jungle. Ja, wir haben ein ziemlich tankiges Team. Mit Trundle auf der Toplane, Vega auf der Midlane, Lucian als ADC und Braum als Support. Im Gegnerteam haben wir einen Rengar im Jungle. Natürlich ein ziemlich starkes Early. Im Late Game One-Shot-Potenzial, aber den einzigen, den er eigentlich richtig kriegen kann, ist der Lucian. Vega spielt ja mit Sicherheit mit Sonyas. Ja, dann ein Vladimir auf der Top-Lane. Ja, ziemlich stark im Moment. Lux auf der Midlane. Caitlyn als ADC und Morgana als Support. Das ist natürlich, sie haben eine hohe Range. Könnten versuchen, uns wegzupoken, aber wenn der Trundle, Braum oder ich da reinkommt, dann ist GG, da zerfetzen wir nämlich das Gegnerteam. Und das wollen wir mal hoffen. Und wenn nicht, haben wir auch eine starke Backline mit Lucian und Vega. Das war eine hässliche Lache, Digga. Ich hab dafür den schöneren Tanz. So, Volibear-Skin sollte ich mir auch langsam anschaffen. So, schöner Pull. Bedanken wir uns nochmal eiskalt, weil wir ja so nett sind. Njam, 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 njam. Apropos njam, 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 njam. Sugar, hätte ich auch mal wieder Bock. Ja, mit Volley dauert das am Anfang doch recht lange. Also wenn man das mit anderen Champions vergleicht. Ich gehe jetzt auch direkt weiter zum Red. Dass ich den gleich wieder smiten kann. Ein bisschen hochheilen. Stärke und Weisheit leiten. So. Ich spiele Volibear übrigens mit meinen ganz normalen AD-Runen. Also Attack Speed. Rüstung und wachsende Magie-Resi. Kann man auch super mit Lauftempo zum Beispiel spielen. Aber naja. Und in diesem Game, was auch noch was anderes ist, wie ich es oft mache, ich spiele mit Ghost. Einfach weil die Abklingzeit wesentlich geringer ist als die von Flash. Und mit der Q zusammen ist das natürlich ziemlich geil. Was ist schon was los? Jo, da ist ordentlich was los. Aber kein Kill gekriegt zum Glück. So, wenn er jetzt nicht backgeht, holen wir uns auf jeden Fall. Mal First Blood. So soll das sein. So, der Trank. Und die Boots nehme ich noch mit. Ich bin nämlich gerne ziemlich schnell mit Volibear unterwegs. So, und gleich mit der Q wieder in den Jungle.
Wenn der Lucian wieder unten ist, dann gehe ich auch mal Botlane ganken. Jo, kommen wir gleich. Setzen wir hier mal kurz. Na. Pinky? Na, das dann hätte treffen müssen. Na, wo ist die Karabbe? Hat er leider gemacht. Oder, keine Ahnung, ist auf jeden Fall nicht da. Gehe ich erstmal eine kleine Runde jungeln. Oh, jetzt muss die Krabbe wieder da sein. Jawohl, schönes Ding. Schönes Ding. Lacht da auch nochmal richtig eklig. Okay. Wieder sehr schön gelaufen. Vega geben wir selbstverständlich den Blue. Und Level 6 erreicht. Vertraue deinen Instinkt. Zum Red. Wie schaut's oben mit Trundle aus? Der Ringer ist auch schon lange nicht aufgetaucht. Fällt mir gerade mal so auf. Ah! Hat das mal meinen Jungle leer gemacht, der Gangster. Nun gut. Ich will mal gucken, ob hier gewordet war. Boah, lol! Alter. Juhu. Nein. Ja. Das war natürlich richtig geil jetzt. Richtig geil. Wollten sie den dicken Wolli platt machen? Stärke und Weisheit leiten mich. Ein Verbündeter wurde gefunden. Oh lol. Oh, Morgana den Kill gekriegt. Bei der Macht.
Trundle richtig dick. Der den Rengar einfach mal wegmacht. Ist nicht gewordet. Come on. Come on. Woohoo. Das läuft ja alles hier, ey. Mal sehen, vielleicht kriege ich die Runde ja mal ein S. Mir fehlt nämlich nur noch eins, glaube ich, für Stufe 7. Das wäre natürlich super. Oh, gleich nochmal ein bisschen Armor. Aber da warte ich erst noch. Alleine gehe ich nicht hin. Auf dass der Sturm mir folge. Ja, jetzt mit der Passiven geht das natürlich wunderbar. Also nicht mit der Passiven, sondern mit dem Jungler-Item. War ja. Damn it. So, da haben wir sie. Dann gehe ich jetzt erstmal hoch zu meinem Red. Das ist natürlich eine richtig geile Runde. Und natürlich nie vergessen, ist wieder ein Ranked. Dafür schnetzeln wir so natürlich ganz schön. So. Das Pingen ist dafür da, um die Leute drauf aufmerksam zu machen. Aber nun gut. Wenn es ihn irritiert, in dem Spiel ist es ja nicht unbedingt nötig. Stärke und Weisheit leiten mich. Ah, da war die Caitlin. Thank you.
richtig dick mittlerweile. Oh, hier ist ein Pinky. Der Donner-Move. Ich denke, den schaffe ich auch alleine. Dauert zwar ein bisschen länger. Aber es geht auch als Volleybär locker. Bin ja auch schon Stufe 10. Das kommt davon. Aber ich hätte es, glaube ich, auch versucht. Auf jeden Fall. Oh, baue ich jetzt nochmal was richtig Defensives hier. Frozen Heart. Vertraue deinem Instinkt. Ah, das sieht schon sehr gut aus mit 15-2. Mal sehen, ob das wirklich mein nächstes S wird. 3-0-3. Farm 58 ist auch in Ordnung. Drake haben wir bekommen. Erst Tower. Trundle hat die Krabbe gemacht. Dann macht er natürlich auch wirklich einen guten Job. Und den auch wieder weggeholt. Vega auch nochmal ein Kill. Junge, Junge, den lassen wir ja gar keine Chance. Stärke und Weisheit leiten mich. Ja, ich denke auch, dass die Gegner das surrendern werden. Ist ja mal richtig hart, wenn die hier Klatsche kriegen. Glaub. Ja, 04. No Morgana 1-0. 1-3, 0-5, 1-6. Setz hart. Ey. Jetzt kommt hier aber richtig was an, wie es aussieht. Nein. Oh, sind aber alle schon wieder weg. Wollten nur den Vega. So, ab zum Red. Also wenn sie surrendern wollen, noch eine Minute, dann dürfen sie. Auf das der Sturm hier folgt. Oh, gehe ich mir noch den Blue holen. Noch so viel jungeln wie möglich. So, da werden wieder zwei zerlegt. Jetzt kriegen sie noch Kills. Bloß der Trundle stirbt jetzt auch noch. Jo. Auf das der Sturm. Was geht ab? Ah, nehme ich mal schnell meinen Ghost. Nee, also sie könnten jetzt schon surrendern.
Jetzt stirbt der Vega auch nochmal. Haben sich alle so drauf verlassen jetzt. Lol. Jetzt haben sie sogar noch einen Tower. Jawohl, Trundle, halt's fest. Oh. Oh. Sterbe ich auch. So, für Frozen Heart reicht schon mal. Jetzt Geistessicht. Und da solltet ihr auf jeden Fall zuerst einmal die Geisterkutte holen. So, was ist da los? Ja, geaced. Nur Lucien und ich beigestorben. Ja, reicht schon. Wunderbar. Gehe ich erst nochmal den nächsten Drake machen. Mittlerweile aber nur noch. Nur noch in Anführungszeichen natürlich 25,9. Euer Team hat einen Turm zerstört. Kampf lebt mir. Ich glaube, irgendein Damage-Item sollte ich mir auch mal noch holen. Überhaupt noch dazu kommt, die beiden Regeln da unten alleine. Gut, in der Pause. Lucian pusht da weiter. Boah, der Vega. Er macht das ganze Team nass zusammen mit dem Chandel. Die brauchen uns gar nicht. Nein, Vega. Terminiert, lol. Jetzt brauchen wir auch noch da. Naja, klar macht er so viel Schaden. Er ist mal richtig dicke. Und ich farme und farme. Ja gut, sobald ich den Red hier habe, gehe ich da unten mal mitmischen und dann wenden wir die Kiste. Wenn die es nicht schon vorher tun. Eieiei. Na, da frage ich mich. Ich meine, ich bin absolut kein Freund vom Surrendern. Aber ich denke, da hätten sie es mal lieber machen sollen. Nur noch die beiden Tower da. Oh, ich warte noch die paar Gold. Dann renne ich nochmal runter. Mal gucken, ob ich da noch mitspielen darf. Na, beziehungsweise mache ich mal Toplane. Ja, dass die auch nicht hinten am Tower fighten, ist auch ein bisschen dumm. So, er geht einfach rein. Lass
Tja, ja. Pushen wir noch die Top-Lane rein. Schaffe ich gar nicht mehr. Ah, ich guck da unten mal ein bisschen zu. Jetzt bin ich gleich da, Team. Ah, ich glaube, jetzt wollen sie nur noch was für ihre Kill-Statistik tun. Ja, gut. War jetzt nicht das schwerste Spiel. Ich hoffe aber, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.